meine Damen und Herren, ich heiße Sie alle ganz herzlich willkommen zum dritten Tanzbattle hier in Templin auf der Seebühne des MKCs. Wir haben uns schon vor einigen Jahren dazu entschieden, mehr in Richtung Tanz uns auch zu entwickeln. Das kam durch die sehr interessante Zusammenarbeit mit dem Umtanzverein. Jetzt ist der Traum angefangen, dass unser Verein kann auch größere Anträge machen, auch für professionelle Leute. Und jetzt kommt tatsächlich die Verbindung zwischen Kinder, Jugendliche, Leute mit und ohne Tanzerfahrung, kommen alle auf die Bühne und es bildet sich eine Community. So for me was very interesting to interact also with other dancers, changing to ballet, which is very elegant, to different styles. Das Schöne an dieser Zusammenarbeit mit dem MKC Templin und der Fabrik Potsdam ist, dass das einerseits natürlich zwei sehr unterschiedliche Häuser sind. Die Fabrik ist ein ja, wirklich etablierter Ort für den internationalen Tanz seit vielen Jahren. Das MKC Templin als so vielleicht so der bestmögliche Tanzlandort, in dem man all das noch entwickeln kann und darf. Und in der Zusammenarbeit ist es aber so, dass trotz der Unterschiedlichkeit ich eine große Gemeinsamkeit spüre. Ich bin sehr froh, dass auch heute die Besucher wieder sehr begeistert waren. Das ist natürlich immer die beste Voraussetzung, dass sie dann auch wieder zu anderen Formaten kommen. Und ich finde es ganz klasse, dass wir gerade in diesem Jahr nicht nur unsere ganzen Traditionen feiern und alles das, was wir schon aufgebaut haben, sondern dass wir auf Neuland betreten, ganz neue Sachen anfangen, ganz neue Sparte wirklich sehr ernsthaft nochmal versuchen aufzubauen. Wir gucken jetzt mal, wer heute da ist und wie sich die Gruppe zusammensetzt. Und viele von diesen Übungen sind so angelegt, dass die erstmal zugänglich sind für alle TeilnehmerInnen. Also für uns als Company sind es, glaube ich, vor allem zwei Sachen. Das eine ist, dass wir natürlich total gerne daran mitarbeiten, den Tanz auch in Gegenden und zu Publika zu bringen, die damit vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Und zum Zweiten ist es für uns natürlich auch total spannend, die Arbeiten, die wir in Bremen produzieren, die wir sonst auch anderswo, auch international mitunter zeigen auf Tour, auch vor einem Publikum zu zeigen, das eben, weil es nochmal vielleicht mit einem bisschen anderen Erfahrungsspektrum daran geht, natürlich auch nochmal sehr viel anderes daran sieht oder uns zu sagen hat. Diese Aufführung zu sehen vom Tanztheater in Bremen hat mich total begeistert. Ich habe hinterher gehört, sowas hat Templin noch nicht gesehen und dem kann ich mich nur anschließen. Es gibt einen halt so diesen Anschwung, auch irgendwas zu machen, anstatt dass man zum Beispiel in seinem Zimmer alleine ist und so tanzt, sondern so mit einer großen Gruppe tanzt, mit professioneller Unterstützung. Und ja, und ich glaube auch einfach so, diese Leute, die man dadurch kennenlernt, ist auch einfach ziemlich was Besonderes. Wenn die Kinder dranbleiben, dann entsteht ein Vertrauen, eine Verbindung, die sehr stark ist. Weil ohne diese Verbindung kann man die Leute nicht da holen. Es ist eine große Freude, Künstler aus aller Welt dann hier zu Gast zu haben, hier auf dem Land, hier in unserer Region Uckermark, und die Menschen damit zu bewegen, zu berühren und auch mal in andere Richtungen zu bewegen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig, gerade in dieser Zeit, wo nationale Abgrenzungen an der Tagesordnung sind. Also für mich persönlich ist Tanzen halt auch ein Stück Freiheit, mich selbst auszuleben und das auch anderen zu zeigen. Weil mit Tanzen kann man halt eine Menge Emotionen und Gedanken rüberbringen, was man mit Worten vielleicht nicht schafft. Und ja, das ist mir sehr wichtig dabei.